Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Jugendbuch für Kinder ab 11 Jahre von Stefanie Höfler vorstellen. Mein Sommer mit Mucks heißt es und ist bei Bels und Gelberg erschienen. Es umfasst als Hardcover-Ausgabe 140 Seiten und kostet 12,95 €. Um was geht es bei dieser Geschichte? Wir sehen hier als Schatten die beiden Protagonisten. Ein Mädchen namens Sonja mit Z geschrieben, die sehr neugierig ist, circa 11 Jahre, also beim Vorbeginn der Pubertät steht. An sich eigentlich ein ganz normales Mädchen, aber den Dingen gerne auf den Grund geht und liebt Listen und Statistiken zu erstellen. Und mit ihrer Art eckt sie bei ihren Mitschülern an und ist ein Einzelgänger in der Schule. Zu Beginn der Geschichte rettet Sonja einen Jungen, der sich ihr dann mit Mucks vorstellt. Auch er ist ein Einzelgänger, denn er ist mit seiner Mutter und seiner Großmutter neu in der Stadt. Die beiden nähern sich an und beginnen eine Freundschaft und spielen Scrabble, verbringen fast jeden Tag im Schwimmbad, lernen sich besser kennen. Aber Sonja ahnt, dass sie irgendwie nicht so richtig an Mucks kommt und sie bemerkt verschiedene Dinge, die ihr komisch vorkommen. So trägt Mucks ein Pfefferspray bei sich oder er hat immer wieder blaue Flecken an seiner Hand oder an seinem Körper. Darüber wundert sich Sonja sehr und es ist ihre Neugier, die dann die Geschichte ins Rollen bringt, also diesen Stein ins Rollen bringt. Und man ahnt schon, um was es bei diesem Thema geht. Es geht um das Thema häusliche Gewalt. Denn Mucks wurde von seinem Vater, ja, misshandelt. So ganz genau arbeitet das Stefanie Höfler nicht aus. Sie lässt es in Andeutung, was eigentlich ganz gut ist für das Buch, für das Alter. Man merkt einfach, dass Mucks es zu Hause nicht so ganz gut hat. Und dass er eben auf der Flucht ist. Und er deswegen auch niemanden so richtig an sich ranlässt. Und das ist das, was Stefanie Höfler auch mit ihrem Buch beschreiben will, wie Kinder eben mit so einem Thema umgeht. Eben aus der Perspektive von Sonja, die aus einem ganz anderen Haus kommt. Sie lebt in einem geborgenen zu Hause. Ihr Vater und ihre Mutter sorgen sich um sie, geben ihr Halt, Rückhalt, Liebe, Geborgenheit und unterstützen sie und nehmen sie eben so an, wie sie ist. Und ganz viel Liebe. Und das ist eben so eine heile Welt, die prallt eben auf diese Welt von Mucks. Was aber noch das Buch mehr ist, so Stefanie Höfler lässt die ganze Geschichte einen Sommer lang spielen. Also es ist auch so ein bisschen so eine Sommerlektüre, auch wenn es ein schweres Thema hat. Und man merkt dann recht schnell, dass dieser Sommer Sonja verändern wird. Sie ist nicht mehr am Ende des Sommers das Kind, was sie am Anfang war. Also es ist auch dieser Aufbruch zwischen Kindheit und Pubertät. Sonja ahnt am Ende des Buches, dass was auf sie zukommen wird, ja, das wird nicht einfacher mit der Pubertät. Sie kriegt so eine Ahnung von Erwachsenenleben und das spielt auch mit herein. Und was ist es noch darüber hinaus? Darüber hinaus schreibt Stefanie Höfler eine wunderbare Hommage an die Familie als Ort der Geborgenheit, des Zusammenhalts und der Liebe. Einfach wie sie Sonja mit ihren Eltern agieren lässt, da fühlt man sich geborgen und das ist einfach wunderschön, auch mal sowas zu lesen. Das Ende lässt Stefanie Höfler bewusst offen. Das ist nicht leicht für die Leser, vor allem für diesen jungen Leser ab 11 Jahre, damit umzugehen. Also sie gibt einen Hinweis, dass die Geschichte, wie die Geschichte ausgeht. Aber sie schmückt das eben nicht groß aus und mit diesem Spannung muss man eben aushalten. Nichtsdestotrotz hält es eben, oder auch gerade deswegen vielleicht, hält es eben sehr lange die Geschichte nach. Dazu trägt auch Höflers Sprachstil und Erzählstil bei, ganz leise, ruhige Töne sind das. Da ist nichts Lautes, so Kreischendes dabei. Es gibt keine Effekthascherei, sondern sie erzählt einfach diese Geschichte, ja, ruhig und besonnen. Die ganzen Problematiken deutet sie nur an und dass
Ist auch gut so, dass sie das nicht weiter ausschmückt. Denn es geht eigentlich um die sozusagen die Entdeckung von Sonja, um die Erinnerung, was ihre Neugier, was er sozusagen das bewirkt bei anderen Menschen und dass Sonja sich dann auch selber entdeckt. Und darum geht es auch in diesem Buch. Ich werde mal ein Stück vorlesen. Also es wird immer, am Anfang gibt es so ein Kapitel, fast wie so ein Faktenwissen. Also hier geht es darum, dass ein Elefanteneinzelgänger sind und andere Tiere Einzelgänger sind. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle gestehen, dass es möglicherweise auch an mir liegt. Mein Blauwal-Dasein, meine ich. Als Klassenidol bin ich nämlich ungeeignet. Dafür sind meine schulterlangen blonden Haare zu dünn und meine Augen zu klein. Und ich habe Angst vor den falschen Dingen, vor zu großen Hunden und zu lauten Mitschülern, vor wütenden Lehrern und vor dem Mundgeruch meines Opas. Vor allem aber habe ich eine unbezwingbare Neugierde. Nur und neugierig zu sein gilt unter 12-Jährigen als eine Art unheilbare Krankheit. Vor vielen, vielen Jahren, keiner weiß mehr, wann das war, muss jemand beschlossen haben, dass 12-Jährige nicht neugierig sein dürfen, sondern dass sie alles auf der Welt zum Gähnen langweilig finden müssen. Also alles außer sich selbst und ihre Smartphones. Ich aber, ich interessiere mich für absolut alles. Ich liebe Statistiken und schwierige Wörter. Und ich sammle Fragen, auf die ich eine Antwort finden will. Jeden Tag in meiner Hosentasche habe ich eigentlich immer einen kleinen Zettel mit meiner persönlichen Frageliste bei mir. Diese Woche sieht meine Liste zum Beispiel so aus. Was ist der wertvollste Stein der Welt? Wie viele Haare hat ein Mensch in seinem ganzen Leben? Wie alt wird ein Löwe und woran stirbt er normalerweise? Was ist die durchschnittliche Temperatur im Dezember in Weißrussland? Welche Tiere sind Einzelgänger? Und in diesem Stil geht es also weiter. Es ist berührt. Unheimliches Buch, nicht nur durch das Thema, sondern auch eben in der Art, wie Stefanie Höfler es erzählt. Ich bin begeistert davon, von dem gesamten Buch. Das hält sehr lange nach. Also man möchte es am liebsten mit einem Ruck durchlesen und danach sitzt man da und hofft für Mucks und für Sonja alles Gute und man ist irgendwie auch traurig, dass das Buch zu Ende ist. Und man hat sich einfach darüber gefreut, über diese wunderschöne Zeit, die man mit diesem Buch hat. Deswegen 5 von 5 Sternen. Und die ausführliche Rezension verlinke ich wieder in der Infobox. Dazu gibt es dort auch die ganzen Buchinformationen nachzulesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Stefanie Höfler, Mein Sommer mit Mucks oder einem anderen Kind- oder Jugendbuch. Vielen Dank, dass Sie mir hier zugehört haben und zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.